Kreativ durch ungewöhnliche Formen, außergewöhnlich in der Gestaltung. Die Qualität, die die Salzburger Volkskultur insgesamt auszeichnet, verdeutlicht schon das Gebäude, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren unterschiedlichsten Aufgaben nachgehen. Es ist vielerlei, wofür man hier sorgt. Ein Haus für belebendes Miteinander. Unser Haus der Volkskulturen ist ein offenes Haus, offen für alle, für Begegnungen unterschiedlichster Art. Und durch die besondere Architektur des Hauses wird auch diese Offenheit spürbar. Und die Architektur vermittelt noch etwas, das die Salzburger Volkskultur auszeichnet. Es ist die Vielfalt. In unterschiedlichsten Formen und Angeboten kümmern wir uns um kulturelles Miteinander, um Wissen und Können zu stärken. Dieses belebende Miteinander ist bei vielen Gelegenheiten zu spüren. Bei besonderen Ereignissen in geschmückten Räumen oder im Freien. Ein Miteinander bei Veranstaltungen, viele davon mit langer Tradition. Festliche Aufmärsche, Schützenkompanien. Bei Umzügen und Festen kommen Menschen oft erstmals in Bekanntschaft mit Volkskultur. Über 1000 Vereine in 6 Landesverbänden, 60.000 engagierte Mitglieder, das macht die Salzburger Volkskultur auch aus. Was sich im volkskulturellen Miteinander bewegt, was hier anklingt, was dabei herauskommt im Gesamtbild, wird auch festgehalten. Da haben wir jetzt eine gute Gesamtaufnahme. Ja, mit allen Gruppen, mit allen Vereinen. Festhalten und zugleich Initiativen für Neues setzen. Das gehört zu den wichtigsten Aufgaben für das Team der Salzburger Volkskultur. Im Blickfeld der Mitarbeiter stehen bei der Arbeit in erster Linie die Menschen. Das Miteinander strahlt aus. Man findet zueinander. Es sind die Menschen, die dafür sorgen, dass in der Salzburger Volkskultur die Vielfalt, die Lebendigkeit erfreulicherweise in Bewegung bleibt. Groß ist die Freude an der Gemeinsamkeit. Sie ist oft verbunden mit dem Ausblick auf Neues, auf Ungewöhnliches, das einem dennoch bald immer vertrauter wird. Ja, in Salzburg leben Menschen aus 136 Nationen und diese Menschen pflegen hier in Salzburg die Kultur ihrer Heimat. Und diese Kulturen wollen wir als Salzburger Volkskultur mit ihnen gemeinsam auch pflegen und präsentieren. Und dadurch organisieren wir auch diese Feste der Volkskulturen oder den Kulturenstammtisch oder auch verschiedene Begegnungen im Jahreskreis, wo wir uns einfach gemeinsam austauschen, wo wir uns begegnen und unsere Kulturen pflegen. Als typischer Vertreter der serbischen Gemeinde, als Pädagoge und Musiker, der mittlerweile 20 Jahre mit Kindern und Jugendlichen serbischer Herkunft zusammengearbeitet hat, sind mir immer zwei Dinge sehr wichtig gewesen. Ja. Die erste ist auf jeden Fall, den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, zu zeigen, was sie so jahrelang geübt, trainiert haben. Zweites ist natürlich auch, dass wir alle zusammen auf neue Freunde treffen, ja, dass wir uns austauschen, dass wir uns nach außen deponieren, dass wir zeigen, wie wirklich wir sind. Und auch erfahren, wie die anderen sind, damit wir wertschätzen, ja,
das, was wir haben und das die anderen haben. Und das ist, das macht ein Zusammenleben ja viel, viel schöner. Spaß haben bei dem, was man tut. Tanzen, musizieren, mit Ausdrücken von Volkskultur das eigene Leben bereichern. Das macht Freude. Junge Menschen beim Tanzen und Blattern. Und das nicht bei einer Veranstaltung, sondern einfach daheim, weil es Spaß macht. Mit dem, was man aus der Tradition kennt, auch Neues, Ungewöhnliches auszuprobieren, auch das macht Freude. Das gibt man gerne weiter. Begeisterung kann ansteckend sein. Gefallen finden an der Bewegung, dazu lässt man sich bereitwillig anleiten. Hier bietet die Volkskultur vieles, das man gerne hereinbewegt ins eigene Leben. Bewegung ins eigene Leben zu bringen, dazu sind auch diese jungen Frauen unterwegs. Die Musikerinnen der Gruppe Blusenknipf treffen sich oft daheim in genussvoll kleiner Runde. Was einen an der Volkskultur Freude macht, das genießt man gerne auch privat. Sich nicht damit zu begnügen, was man schon kann, ist für viele Ansporn, mehr zu erreichen. Jetzt haben wir lauter herrliche Töne. Für alle, die Freitraum haben, sich weiterzubilden, weiterzubringen, denen bietet die Salzburger Volkskultur viele Möglichkeiten in unterschiedlichsten Bereichen. Das reicht vom Goldhauben-Stickkurs über Bläserseminare mit Wiener Philharmonikern bis hin zum Bassgeigenseminar in Flachau. Angebote, die von vielen jedes Jahr mit Begeisterung genutzt werden. Aus den Reihen der Wiener Philharmoniker gibt den Einsatz. Junge Talente des Salzburger Blasmusikverbandes folgen dem. Es macht Freude, sich weiterzubringen, zum Beispiel am eigenen Posaunenspiel. Dann wird zusammen mit den anderen Lernwilligen sogar noch ein Konzert erarbeitet, an prominenter Stelle im großen Festspielhaus Salzburg. Ein Gewinn ist es auch, später das Erlernte einfließen zu lassen in die Arbeit zu Hause mit der eigenen Musikkapelle. Freude am sich weiterbringen, das wird alljährlich auch erlebbar bei der Musizierwoche für Kinder und Jugendliche in Eden. Goldhauben-Stickkurs. Gerne genützt wird auch das Angebot, seine handwerkliche Fertigkeit weiterzubringen. Und dass du über den Leitfaden drüber stichst. Wie nennt man das? Schuppenketten eigentlich. Weiterbildung für Chorleiter in Zusammenarbeit mit dem Musikum. Noch ein Beispiel der insgesamt 150 Kurse und Seminare der Salzburger Volkskultur.
Sängerinnen und Sänger richtig führen und das in jeder Altersgruppe. Freude bereitet auch seit vielen Jahren die lange Nacht der Chöre in der Stadt Salzburg. Ins Leben gerufen vom Salzburger Chorverband. Eine Vielfalt an Darbietungen, eine Vielfalt an Aufführungsorten, manchmal auch in ungewöhnlicher Umgebung. Überraschendes und Vertrautes, ein inspirierendes Miteinander. Auch dafür erfreut sich die Lange Nacht der Chöre in Salzburg großer Beliebtheit. Großen Anklang findet auch die Salzburger Straßenmusik. Musikgruppen aus den unterschiedlichsten Regionen spielen auf den Plätzen der Altstadt für Besucher und Einheimische auf. Diese Initiative des Salzburger Volksliedwerkes gilt es auch zu dokumentieren. Festlicher Aufmarsch. Die Vereine der Stadt Salzburg rücken am zweiten Sonntag im September zum Erntedankfest im Dom aus. Eines der vielen Beispiele für Veranstaltungen mit ganz bestimmten Bräuchen in Salzburg. Die geweihten Brote werden nach der Messe verteilt. Kleines und Großes nebeneinander findet man in der Welt der Salzburger Bräuche. Bewegende Vielfältigkeit in allen Orten des Landes aus unterschiedlichsten Gründen und Anlässen. Das bewegte Miteinander Salzburger Traditionen belebt auch die Gemeinschaft. Bei manchen Bräuchen ist rundum Staunenswertes zu erleben. Bisweilen ist die Anerkennung auch umwerfend. Vielfalt, vom Hundstorrankeln bis zur mannigfaltigen Welt der Pärchen. Präsentiert! Salzburger Bräuche, bewegend und oft auch berührend. Berührend, dazu gehört auch das Salzburger Adventsingen, musikalisch und szenisch. Initiiert wurde das Salzburger Adventsingen 1946 von Tobi Reiser. Tobi Reisers Wirken in der Volkskultur war allerdings geprägt von der Geisteshaltung des Nationalsozialismus. Das ist wissenschaftlich erhoben. Nicht nur bei Reiser, auch bei anderen Größen wie Kuno Brandauer. Sich damit kritisch und wahrheitsgetreu auseinanderzusetzen, das gehört auch zu den Aufgaben der Salzburger Volkskultur. In allen Bereichen.
Hilfreich sind dabei auch Belege aus dem Archiv. Jederzeit auf ein umfangreiches Archiv zugreifen zu können, das eröffnet viele Möglichkeiten, schafft Zugang für Forschung und für spezielle Anliegen auf vielen Feldern. 8000 Bücher, 700 Handschriften, viele Noten, über 100.000 Lieder in Digitalform und vieles mehr sind wertvolle Schätze. Nehmen wir den Titel auf. Nummer 2 ist in dem Fall auch zur Titelbezeichnung dazu. Besonderen Zugang widmet die Salzburger Volkskultur auch der Sprache. Wenn ich Weg sage, kann sein, dass aus einem Wald Wäste wachsen. Geschichten und Tram haben die Zeit auf. Dialekt, zeitgemäß. Hast du noch gar keine Zeit gehabt, dass du einschaust auf Facebook? Oder ich sag's dir. An der Zeiting ist heute ein Bild. Mundart. Bestens geeignet für Literarisches. Überzeugt von dieser Qualität des Dialekts ist auch Fritz Messner. Für mich ist der Dialekt die Herzsprache. Es ist die erste Sprache, die man lernt. Und ich glaube, dass die immer nachhalt und am nähersten bei der Seele ist. Und der zweite Grund ist, dass man in einer globalisierten Welt einfach ein bisschen einen Anker setzt auf seinen Platz. Und von da aus dann auch von der Sprache her Arbeit über Gedanken und das Globale dann wieder einbindet. Es gibt noch einen Herrn. Seelennahe Sprache in den Liedern der Querschläger. Seit Jahren bietet die Salzburger Volkskultur ein Festival für neue Strömungen in der Volksmusik. Begeisternd überraschende Zugänge in Verbindung mit Traditionellem auf hohem Niveau. Das ist bodenständig. Neue Zugänge auf der Basis von Bewährtem findet man auch in anderen Bereichen. Auch in der formenreichen Welt der Trachten. Mit neuen Modellen in Berührung kommen, ausprobieren und entdecken. Das lässt sich in Salzburg auch gut mit traditioneller Kleidung, mit Tracht verbinden. Ich ziehe Tracht auch zu Veranstaltungen an, aber ich ziehe Tracht auch unter Dirndl vorwiegend an, weil in einem Dirndl ist man sofort angezogen und ich kann das jederzeit variieren. Wie sogar der Laune noch kann ich das variieren. Ich kann die Schürze wechseln, ich kann die Bluse wechseln, ich kann auch immer wieder neue Stoffe dazu kombinieren und man kann sie ja auch in die Einzelteile zerpflücken und neue schaffen wieder. Es ist eine Vielfalt, die erreiche ich mit selten anderen Kleidungsstücken in dieser Form. Tradition und Moderne. Kreatives Handwerk finden wir in vielen Bereichen. Ein Beispiel für vieles, die Federkiel-Stickerei. Noch ein Beispiel, wesentlich für Salzburg, Maskenschnitzen. Kreatives, eindrucksvoll gestaltetes eröffnet auch der Zugang zu dieser Besonderheit, einem Anwesen aus dem 16. Jahrhundert. Altes Haus, behutsam renoviert und neu belebt. Ein Begegnungshaus für Ausstellungen, Schulprojekte und vieles mehr. Dafür wurde das Sampelhaus in Bramberg 2017 mit dem Salzburger Volkskulturpreis ausgezeichnet. Ein belebendes Anwesen.
Bestehendes aus vielen Jahrhunderten lässt sich auch hier nachvollziehen, an der Kirche Maria Mösel in Arnsdorf. Baukulturelles Erbe. Solches zu erhalten ist auch förderndes Anliegen des Landes Salzburg. Um Erhalten geht es auch in dieser Werkstatt. Augustin Kläuber ist Restaurator des Landesverbandes Salzburger Museen und Sammlungen. Das ist hier ein Spiegelrahmen, der wird jetzt hier restauriert. Das alte Gold wird wieder gereinigt, aufpoliert. Und die fehlenden Stellen, die man hier sieht, das wird wieder neu dazu vergoldet. Überraschende Einblicke gehören zum Metier. Etwa wenn man an einem Gemälde Farbschichten abträgt und darunter unterschiedliche Kleidung verbunden mit unterschiedlicher Handhaltung entdeckt. Ich zeige jetzt auf diesem Gemälde, das ist ja fürs Museum, beide Kleider und lasse halt dann diese drei Hände, damit der Besucher in einem Museum dann sehen kann, aha, auch sowas gibt es. Erstaunlich, was es alles gibt. Manches ist in Museen zu bewundern. Das Stille-Nacht-Museum in Arnsdorf ist nur ein Beispiel für die insgesamt 195 Museen in Stadt und Land, die man mit ihren regionalen Schwerpunkten und in ihrer reichhaltigen Ausstattung mit Bewunderung erleben kann. Der Felberturm in Mittersil, ein weiteres Beispiel der Salzburger Museenlandschaft. Ein Turm aus dem 12. Jahrhundert mit einer zeitgemäßen Ausstellungsgestaltung im Inneren. Was verbirgt sich hinter der Geschichte der Säumer, des Saumhandels über die Tauern? Vieles wird in diesem Museum erlebbar, auch spielerisch. Noch ein Beispiel in der reichhaltigen Museenlandschaft, das Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain mit rund 100 wiedererrichteten Originalgebäuden, Gewerbebauten und Bauernhäuser. Museumsbahn ermöglicht den Besuchern des Freilichtmuseums ganz besondere Ausblicke. Bemerkenswerte Annäherungen, ungewöhnliche Ausblicke und vielfältige Zugänge. Die produktive Verflechtung in der Salzburger Volkskultur setzt viel in Bewegung. Dieses kreative Miteinander ist auf allen Ebenen, ist auf vielen Plätzen freudig spürbar. Die Salzburger Volkskultur ist mit eingebettet im Kulturbezirk Nonntal mit seinen unterschiedlichen Spielhäusern und Bühnen. Hier ist es von allen Seiten spürbar, das kreative Miteinander, das die Salzburger Volkskultur bestimmt und ausmacht.